Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Max Payne. Ja, wir sind mittlerweile tiefer in die Fabrik vorgedrungen und auch die Sicherheitsmaßnahmen sind ein wenig verstärkt worden, wie ich den Eindruck habe. Zumindest wollen uns auf einmal eine ganze Menge mehr Leute ans Leder. Ah. Und ich bin gerade mal etwas reaktionsschwach. The monitor showed me the way. Ja, dann gucken wir gleich mal nach dem Monitor. Erstmal ihr Zeug mitnehmen. Aha. Stimmt, den haben wir ja noch zerlegt beim letzten Mal. Endlich wieder ein paar Painkiller. Obwohl, wir hätten ja noch welche. Ja, erstmal in die Schränke gucken. Gibt's ja immerhin Granaten. Ist gut, wenn hier wieder Laserfallen sind. Obwohl, ich hätte eigentlich danach speichern sollen. Processing diagrams fill the control room screens. All but one. An elevator titled D6 on one of the screens. Somewhere onwards, past rows of ovens. In the core of the plan. Oh. War, glaube ich, doch gut. Dass sich sicherheitshalber noch nicht gespeichert hat. Oder erst davor schon mal gespeichert habe. Ihr seid Igel ist mal wieder voll. Das sieht mir doch wieder nach dem Hinterhalt aus. Wo moved es denn? Ah, unten. Jetzt haben wir halt aber den kleinen Vorteil, dass wir oben warten können. Da wäre schon mal einer. Dann machen wir das Ganze doch einfach so. Okay. Das sah für mich eigentlich so aus, als wäre der Schuss in den Boden gegangen. Das ist halt echt unglaublich ungewohnt, dass halt dieser Sniper auf E und nicht auf der rechten Maustaste ist. Aber ich glaube, so oft habe ich die Sniper noch nie benutzt, wie jetzt in dem Durchlauf. Naja, baller du mal. Wir erledigen dich von oben. Und wir haben auch wieder Sniper-Muni, das ist gut. Wir hätten natürlich auch noch ganz waghalsig hier oben auf den Dingern rumspazieren können. Aber das lief doch jetzt gerade erstaunlich gut, muss ich zugeben. Ich bin fast ein wenig verwundert. Danke. Da sind noch Schränke, die möchte ich natürlich inspizieren. Jawohl. Ein paar Granaten. Und einen Hebel, den wir umlegen können. Was dir wohl macht. Oh. Oh. War ich nicht. Ach genau, und jetzt sollen wir, glaube ich, das Ding sprengen. Ups. Glaube ich, noch gar nicht mal nötig gewesen, da mit den Granatenwerfern drauf zu gehen. Aber gut.
Die werden erledigt. Wir können nochmal speichern. Du Arsch! Es fällt dir ein, uns hier zu erwischen. Uff. Das sieht nicht so einladend aus. Ich glaube, da will ich zuerst mal hier noch eine Granate hinhauen. Dass wir da mal... Das war dumm. Könnten Sie eigentlich gleich per Granate regeln. Haben wir ihn nämlich auch noch gerade ausgeschaltet, denke ich mal. Haha. So viel hat es jetzt, na gut, ein Painkiller nicht gebracht. Haben halt ein bisschen Muni. So, was haben wir denn da hinten? Jede Menge Feuer. Das Ding können wir nicht schieben. Das sind auch Minen, oder? Ja. Sind schon die eigenen Schergen hier verreckt, wie mir scheint. Ich glaube, das Ding ist auch heiß, da dürfen wir nicht dran. Hört das irgendwann mal auf zu brennen? Nö. Hep. Dann rennen wir einfach mal so durch. Bumm. Speichern. Kurz warten. Und das Tor öffnen. Hallo. Wie nett. Oh, da kommt was geflogen. Oder gefahren in dem Fall eigentlich eher. So, Kollege wäre ausgeschaltet. Ich denke, da sind aber noch mehr drin. Ja. Der zum Beispiel. So. Painkiller, Muni, ein Hebel. Läuft doch alles wunderbar. Speichern wir natürlich noch, bevor der Hebel betätigt wird. Ah. Was auch immer das jetzt gebracht hat. Da geht's nicht weiter, da unten ja wahrscheinlich auch nicht. Nö. Hm. Ah, jetzt können wir hier rein. Gut, dass wir Painkiller gefunden haben. So, das lade ich jetzt nicht neu. Ich kann nicht jedes Mal, wenn wir getroffen werden, neu laden. Da ist wieder zu. Granate! Wen haben wir dahinter? Na? Den. Den Raum hatten wir doch schon mal. Wieso können die jetzt über das Gitter drüber schießen und ich nicht?
So. Ach, du hast jetzt die Tür aufgefallen. Alles klar. Wieso ist der... Hä? Wieso ist der denn tot? Wir haben nur zwei erschossen. Ich glaube, springen können wir da nicht rüber. Oder? Doch. Alles klar. Kann ich irgendwie bei dem Spiel noch nicht so ganz abschätzen, wie man springt oder wie weit man da springen kann. Gut, hier geht's dann wohl weiter. Hier wird nichts geworfen. Gib mir die Granate, gib mir die Granate. War ich das etwa? Okay. Wusste jetzt nicht, von wo sie kommen. Na, dann kommt mal her. Oh, der hat's überlebt. Der Waffenwechsel war deutlich zu langsam. Naja, ich glaube, ich schieße die weg. Hier unsere tollen Dualbrett, das haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Dieses blöde Gitter, wieso kann ich da nicht durchschießen? Das ist doch scheiße. Der eine rollt's ja eh gleich raus, dann hauen wir den schon mal weg. So. Wie gesagt, irgendwann hat man die richtige Taktik raus. Und dann läuft's auch wieder. Fahren wir mal nach unten. Obwohl das ja schon ziemlich angeschossen ist, das Ding hier. I had taken on the role of the mythic detective, Bogart as Marlowe, or as Sam Spade going after the Maltese Falcon to unravel all the mysteries. Following a path of clues to that final revelation, even if it would take me down to the cold, cavernous depths of a grave. Well, you can't do this! My men are still inside! Do you have any idea why this is called Operation Dead Eyes? I think he's dead already. Let's do it. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated. Evacuate the complex. We've got company. Okay, und das war jetzt auch mal wieder... Ich glaube, den Level fand ich ziemlich übel, weil... Halt mit... Zeitdruck. Speichern. Abschalten können wir das, glaube ich, nicht. Ja, dann guck dir mal das Logo an. Wir haben ja Zeit. Ich kannte den Militärplatz auf dem Boden. Ich hatte 1000 Variationen der Insignia auf krumpelnden Brickwalls überall in der Stadt gesehen.
The sword replaced by a syringe. Project Valhalla. V for Valkyr. V for Valhalla. All of a sudden it read like a crackpot conspiracy theory. So, da könnte es weitergehen. Gehen wir mal ein wenig fixer vor. Ich glaube, für lange Erkundungstouren ist ja auch keine Zeit im Moment. Und den Wissenschaftler hat es auch zerlegt. Ich glaube, da können wir rein. Like everything else in the Valkyr case, the door code was a mystery to me. Verdammt, das geht schon mal nicht. Hier war auch nichts Interessantes mehr. Ah. Decontamination in progress. Ah, 665. The chemist had been using the workstation when he died. The half-life of the lab rat had ended online. His password blinking on the screen. 665. Neighbor of the beast. Dann machen wir das gleich. Gehen wir uns nämlich hier erstmal noch den Code nehmen. Beziehungsweise das Zeug mitnehmen. Painkiller. Sonst noch irgendwas? Nö. Immerhin. Da ist, glaube ich, immer noch nichts. Nee, dann müssen wir da hinten wirklich weiter. Speichern das Ganze mal wieder. Oben wird der PIN-Code auch nochmal angezeigt. Okay, das können wir, glaube ich, nicht alleine regeln. Können wir mit dem Code jetzt eigentlich auch hier an die... Ah. Zellen dran, gut. Nehmen wir mal den Aufzug. Speichern noch einmal. Und rennen hier mal weiter. Hallo, Block B. Hey, in here! Hey, get me out of here! I'm innocent! There, let me out! Ja, ja. Thanks! I thought I was gonna die in there for sure. I need you to get me through the decontamination chamber airlock. You're crazy! No way! The place is blowing up, for Christ's sakes! Either that or back to the cell. Your choice. Okay, okay, I'll do it! I'll do it! So, haben wir jetzt hier noch einen Kollegen, den wir mitnehmen können. Das erste Mal, dass wir... Nee, das zweite Mal, dass wir ein freundliches Gesicht haben. Oder zumindest, das heißt freundlich. Jemand, der uns nicht direkt umbringt. Ah, verdammt. Lass mir hier meinen Typ in Ruhe. Ah, dann gehen wir dahin. Ich glaube, den hat es zerlegt. So, speichern wir hier mal ab. Und machen einen kleinen Folgenstopp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.